Bravo-Rufe und viel Applaus gab es gestern auf der Seebühne Mörbisch. Es war eine sehr gelungene Premiere des Musicals Der König und ich. Angefangen von der musikalischen und schauspielerischen Leistung bis hin zum Bühnenbild und den Kostümen. Mehr von Silvia Freudensprung-Schöll. Wann immer mich Furcht ergreift, erhebe ich mein Haupt und pfeife ein frohes Lied, damit bloß niemand glaubt. Das Musical Der König und ich von Oscar Hammerstein und Richard Rodgers besticht mit zauberhaften Melodien. Bühnenbildner Walter Vogelweider lässt auf der Seebühne eine asiatische Märchenwelt entstehen. Das Wagnis, in Mörbisch von Operette auf Musical zu wechseln, ist geglückt. Wir haben in diesen letzten Monaten irrsinnig viel Schönes, auch sehr viel Schieres erlebt. Viele Menschen, die enttäuscht sind und böse sind, weil sie keine Operette mehr sehen. Es ist ja mein Baby und für mich ist das auch ein sehr emotionaler Moment. Ich bin jetzt endlich in Mörbisch angekommen. Das ist auch sehr schön für mich. Das Musical basiert auf einer wahren Geschichte. Vor 160 Jahren kommt die Britin Anna Leon Owens mit ihrem Sohn nach Siam, um die Kinder des Königs zu unterrichten. Zwei grundverschiedene Kulturen prallen aufeinander. Regisseur Simon Eichenberger sorgt mit seiner Inszenierung auch für zahlreiche humorvolle Momente. Stimmlich und schauspielerisch überzeugen und beeindrucken Kok Vali als König und Milica Jovanovic als Anna. Die Seefestspiele Mörbisch stehen für Opulenz. Unterstrichen wird der optische Eindruck auch durch die prächtigen Kostüme. Dieses Bühnenbild ist ja absolut beeindruckend. Also ich bin völlig von den Socken. Man ist versprachlos. Die Kulisse ist einzigartig und Mörbisch hat wieder mal bewiesen, was alles möglich ist, wenn man sich was traut. Sie singen irrsinnig gut. Also ich bin beglückt von dem Ganzen. Ist ja naturgemäß jetzt nicht meine Musik, aber wow. Also ich ziehe den Hut vor der Gesangsleistung, wirklich. Der König und ich auf der Seebühne Mörbisch bis 15. August. Die Premiere hat natürlich auch viel Prominenz angezogen. Sogar eine echte thailändische Prinzessin war gestern in Mörbisch. Wer sonst noch gesichtet wurde, zeigt Ihnen Jessie Schwarz. Sehen und gesehen werden war das Motto gestern Abend in Mörbisch. Politik, Kultur und Gesellschaft posierten Seite an Seite. Richard Lugner nahm sich offenbar ein Beispiel an der Rolle des Königs im Stück und kam mit 7 Frauen. Und auch die Ur-Ur-Ur-Urenkelin des Königs von Siam war im Publikum. Es ist wundervoll hier. Es ist so emotional. Es fühlt sich an wie zu Hause. Wie in Bangkok. Es war ein Abend mit vielen Themen. Man sieht, wie sich das Thema Frauenrechte weiterentwickelt hat in den Jahrzehnten, Jahrhunderten. Und man fühlt sich in eine andere Welt zurückversetzt. Und man sieht, was den Frauen gelungen ist, wenn sie aufstehen und für ihre Rechte kämpfen. Ich verspreche, ich gebe dieser unwürdige Frau ein Haus. Das Aufeinandertreffen der Kulturen, der Unterschiedlichkeiten, der Verschiedenlichkeiten, der Diversitäten. Und man wird sehen, das ist nicht so einfach. Was ist denn da Ihr Geheimrezept, wenn Kopf plötzlich gegen Herz steht? Naja, ich bin eher Typ, der, man muss schon rational bleiben bis zu einem gewissen Grad. Aber wie soll es so ist im Leben, man kann nie für immer alles garantieren. Wie geht man damit um, wenn plötzlich Herz gegen Kopf steht? Ja, indem man sich bemüht. Man muss sich auch in jeder Beziehung bemühen. Da ich ein verkappter Linkshänder bin, glaube ich, habe ich sowohl eine ganz gut ausgeprägte rechte wie auch eine linke Gehirnhälfte und da kriegt man das schon hin. Wie löst man Komplikationen? Naja, da immer hartnäckig bleiben, daran glauben, dass man es lösen kann und ehrgeizig darauf losarbeiten. Was hat unser Bundeskanzler gesagt? Alkohol und was? Psychopharmaka? Selbstverständlich nicht. Nein, das hat er nicht gesagt, das hat der Bundeskanzler gesagt. Aber einfach viel Sport zur Ablenkung, dann kriegt man die schlimmsten Komplikationen auch wieder gerade. Ich meine, Liebesgeschichten sind ja bis zu einem gewissen Grad immer kompliziert und Herz gegen Ratio, ich denke, wenn sich beides vereinigt, das wär's, würde auch der Menschheit gut tun. Was tut man, wenn Herz gegen Kopf steht? Eines von beiden ausschalten, fragt sich nur was. Ich tue halt dann immer irgendwie schon Pro und Contra und dann immer mit meinem Gefühl auch irgendwie verbinden und dann komme ich meistens zu einer guten Lösung. Viele sollten sich viel mehr mit dem Herzen entscheiden als mit dem Kopf. Dann ging es uns allen besser. Also, hört auf euer Herz.